Hallo und willkommen. Heute geht es mal ein bisschen weiter mit den Quick Inkies. Und zwar habe ich mir da noch ein paar Sachen überlegt. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe da eine Playlist. Ich werde die da oben irgendwo verlinken. Und zwar sind das kleine Musterbücher, Ideenbücher. Die hat mein Papa mir ja gemacht. Und ich will da einfach so Ideen hineingeben, weil manchmal fällt einem ja gar nichts mehr ein, was man so malen könnte und was es alles für Muster gibt. Und ich mache mir das relativ einfach. Ich gucke einfach durch die Gegend und denke einfach, ja, was sehe ich denn so? Da sehe ich zum Beispiel ein Quadrat. Also Quadrat. Okay, die sind jetzt nicht quadratisch, aber es ist ja auch nur eine Ideengebung. Ne, die kann man so gerade machen, man kann sie dann aber auch versetzt machen. Man könnte sie kleiner und größer machen. Und so will ich mir so kleine Musterbücher schaffen, wenn ich mal wirklich gar keine Einfälle habe, dass ich dann hier reinschauen kann. Ja, ich mache das mal jetzt nicht ganz zu Ende. Aber so, dass ihr eine Idee bekommt von dem, was ich meine. Und zwar kann man ja jetzt in diese Pseudoquadrate, kann man jetzt einfach so einen Punkt in die Mitte machen. Damit hat man das schon mal verändert. Das sieht ja gar nicht so richtig gut, ne? Komm mal ein bisschen näher. Jetzt vielleicht. Ne? Ich könnte auch noch ein bisschen Beleuchtung runtergehen. Da habe ich einfach so ein Pünktchen reingemacht. Und in das nächste mache ich ein X rein. Hier auf der anderen Seite habe ich ja auch schon Inspiration, was ich da einfach reinmachen könnte. Und ihr könnt euch natürlich auch, was ziemlich einfach wäre, es gibt diese Zentangle-Bücher. Da sind auch mal ganz viele Inspirationen und so drin, aber ich möchte hier meine eigenen schaffen. Genau, dann mache ich jetzt noch weiter. Schöne Grüße an Holla die Waldfee, ne? So und genau, einer unserer Lieblingswörter, einige unserer Lieblingswörter. Genau, seht ihr? Ja, das ist einmal die Inspiration in diesem Musterbüchlein. In dem zweiten Buch habe ich angefangen, mir interessante Sachen einzukleben. Und zwar als Erinnerung, dass ich Musikpapier habe, dass ich mal kleine Zwitschervögel aufmalen könnte. Und dann ist mir hier das in die Hand gefallen. Das finde ich auch als Inspirationsquelle ganz gut. Das klebe ich mir jetzt hier rein. Einfach mit dem Klebestift, dass das da drin bleibt. Ja, so schaffe ich mir so meine kleinen eigenen Musterbüchlein, wo ich dann, wenn ich wirklich, gerade manchmal hat man ja so eine Blockade und auch gerade wenn man Filme dreht, ne, das ist ja auch, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das mal. Ja, gestalten und dabei reden. Das ist gar nicht so easy, wie das hier immer alles so aussieht. Ja, und dann habe ich hier im Urlaub mir Stempel selber gemacht. Das ist Softcut-Linole. Hier die zwei und diesen hier, den habe ich schon aufgeklebt. Das sind alte Holzklötze von den Kindern. Ja, also Bauklötze, da haben wir immer ganz hohe Türme mitgebaut. Die habe ich nicht weggeschmissen, die nehme ich jetzt einfach als, ja, wandle ich jetzt einfach um, als mein Trägermaterial für die selbstgemachten Stempel. Und die selbstgemachten Stempel, damit ich mich daran erinnere, will ich hier auch so einen Abdruck reinmachen. Ui, was habe ich denn da an den Fingern gehabt? Ach, vom Stempelkissen ist was runtergefallen. Ja, schauen wir doch mal, wie gut das geht. Ich möchte, dass das ein bisschen planer liegt. Stecke mir das dafür da ein und jetzt lege ich mal los.
Daumen drücken. Okay, das war noch nicht so gut gelungen. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das besser löse. Ich glaube, ich muss mir da so eine Schneidmatte drunterlegen oder irgendwas anderes. Naja, ich weiß ja, dass ich diesen Stempel habe. Ist jetzt also nicht ganz so schlimm, dass der Abdruck nicht ganz so toll geworden ist. Versuchen wir es mal mit dieser Spirale. Habe ich noch nicht aufgeklebt. Vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Vielleicht ist das ja vielleicht besser, wenn das so ein bisschen flexibel ist. Sollte ich mal drüber nachdenken. Okay. Wir wollen ja nichts verschwenden. Also immer schön nochmal die Geistabdrücke mitverwenden. Habe ich da oben vergessen. Okay. Okay. So, das haben wir. Und dann werde ich mal die nächste Seite nehmen. Ich bin noch ganz steif, aber ich kriege mir hingebogen. Ich bemühe mich. So, das ist so eine organische Form. Ich ziemlich egal, wie rum ich die reinmache. Hauptsache, ich habe sie hier drin. Dann bin ich ein bisschen verrutscht. Deswegen wollte ich mir die auch auf das Holz kleben, damit das nicht passiert. Aber sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ja, an die Stempel wollte ich mich erinnern. Und was hatte ich? Achso, das hatte ich mir auch noch rausgelegt. Hier, das Muster finde ich ganz schön. Da möchte ich mir auch einfach so ein Muster ausschneiden. Ja, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. So als Inspiration. Und man muss das ja auch nicht genau nachmalen, aber dann hat man so die Idee, ah, sowas könnte ich auch noch machen. Schaut mal, ne? Das kommt daneben. Nee. Ja, eine Seite weiter. Das klebe ich mir da ein. Ja, das kann ruhig gemixt sein. Ne? Man muss da jetzt nicht, also ihr wisst ja selber, im Junk Journal Bereich, da gibt es ja nun keine Gesetze, wie man etwas zu machen hat. Das finde ich total schön, das entspricht meinem Naturell. Pipi Langstrumpf mäßig, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Oh. Ja, und dann habe ich noch was gefunden, das muss ich noch von den Kindern haben. Das ist so eine Herzchenstanze. Kann das sehen. Und damit ich die nicht vergesse, lege ich mich einfach mal so an den Rand so was rein stanzen und dann, ach ja, den habe ich ja auch noch. Weil man kann ja nicht immer alles auf den Tisch haben. Ne? Man muss ja auch mal was verräumen. Sonst hat man ja irgendwann keinen Platz mehr zum Arbeiten. Und gerade sind ja die, sag ich mal, die Aufräumvideos ganz in. Wie sortiere und aufräume ich mir mein Bastelchaos. Ja, und da passt das doch ganz hervorragend rein. Hier sowas finde ich auch hübsch. Einfach nur so ein Blatt unter so einem geschwungenen Ding. Das schneide ich mir auch mal aus. Mal so ein romantisches Vintage Journal macht, dann kann man da vielleicht mal so etwas hineinmalen. Und brauche ich hier noch was von? Nee, das ist mir genug Inspiration. Den Rest, da können wir mal, hatten wir das schon? Das hatten wir schon, ne? Nur in größer. Das möchte ich behalten. Das ist ja ganz hübsch. Das klebe ich dann mal irgendwo, wenn es mal passen sollte, mit ein.
das tun wir mal weg. Kann ich immer alles aufbewahren, auch wenn ich das gerne würde. Geht nicht, irgendwann. Irgendwann ist das Maximalvolumen, Aufnahmevolumen eines Zimmers, einer Ecke, einer Wohnung, eines Studios, eines Ateliers einfach ausgeschöpft. Ach, guck mal, da habe ich was überschlagen. Ein Geheimfach. Und hier das kleine Büchlein, das habe ich von Corinna Roller bekommen. Und das lege ich mir auch so hin. Die hat da so ganz hübsche Ideen drin. Und auch, dass ich, ne, wenn man mal keine Idee hat, ich werde das vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Da sind noch ein paar Seiten, wo man was machen kann. Das ist doch auch eine super Inspirationsquelle, wenn man sich so ein Mini-Musterbüchlein macht von dem, was man, ja, was man mal so gelernt hat. Also ich habe das Problem, dass ich immer mal wieder was vergesse. Das mache ich ganz gerne. Ja, und jetzt male ich noch ein bisschen weiter. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn ihr vielleicht auch euch so was Kleines zaubern wollt. Bis dann. Tschüss.